Hallo und guten Abend. Heute ist Freitag, der 20. November 2020 und ich melde mich wieder mit meinem Tagebuch hier aus dem Klinikum Rheine in der Matthias-Stiftung. Ja, was soll ich von dieser Woche berichten? Da gibt es als erstes etwas, ich möchte einmal kurz reagieren auf viele Kommentare und auch wiederum Rückmeldungen, die ich zu Kommentaren bekomme. Einmal vielen herzlichen Dank für alle, die das positiv liken oder ein Lob in die Kommentare reinschreiben. Herzlichen Dank dafür. Aber es gibt natürlich auch viele Negativkommentare und die teilweise sehr eigenartig sind, um das mal so zu sagen. Und ich werde immer gefragt, warum ich darauf nicht reagiere. Auf so einen Quatsch muss man doch irgendwie was schreiben oder auf so eine andere Sichtweise. Ich sehe das eher anders. Also ich habe mal in einem Podcast über die österreichische Satirikerin Lisa Eckert was sehr Schönes gehört, wie sie nämlich umgeht mit solchen Kommentaren. Und daran orientiere ich mich tatsächlich so ein bisschen. Denn das sind ja auch alles Menschen, die sich das hier anhören, was ich hier erzähle, und aber dann trotzdem irgendwie sich die Mühe machen, die Zeit zu investieren, mir zuzuhören, aber gleichzeitig dann noch mehr Mühe machen, darauf zu antworten. Und sie hat das so schön beschrieben, das sind halt meine verwirrten Verehrer. Auch an dieser Stelle herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir zuzuhören. Was hat sich ansonsten getan? Veränderung der Teststrategie. Es ist ja auch von der Bundesregierung beschrieben worden. Man soll ein bisschen anderen Fokus setzen. Dadurch ist so ein bisschen Unsicherheit, ist das falsche Wort, aber so eine Ungenauigkeit entstanden. Es gibt Kreise, Gesundheitsämter, wie wir hier im Kreis Steinfurt haben, wo wir immer noch eine sehr gute und konsequente und aufwendige Kontrolle machen von Infizierten und positiv Getesteten, um zu sehen, wo da tatsächlich Kontakte waren. Und am Tag 1 und 6 werden die Kontakte getestet etc. Das gibt es in anderen Bereichen des Landes schon nicht mehr so oder da wird das anders gehandhabt. Und das macht jetzt so ein bisschen so eine Unsicherheit in der Interpretation der Zahlen. Denn man sieht ja, dass diese ansteigende Fallzahl abgeschwächt ist auf jeden Fall. Es ist eher so ein Plateau entstanden. Man meint auch so ein klein bisschen, dass es runtergeht. So sind zumindest hier im Kreis Steinfurt die Zahlen. So eine ganz kleine Tendenz ist da eindeutig zu sehen. Das möchte mir natürlich nicht kaputt reden oder so, sondern ich freue mich über jeden nicht weiter zunehmenden Anstieg, sondern über jede Tendenz, die nach unten geht, für alle Betroffenen. Aber trotzdem ist es weiterhin so, dass wir ungefähr aktuell etwa jeder Tausendste hier im Kreis Steinfurt positiv ist. Und das bedeutet natürlich, dass man doch sehr häufig, gerade wenn Menschen mit vielen Menschen zu tun haben müssen, beruflich, dass man doch immer wieder aufmerksam sein muss, damit einem da nicht etwas passiert, dass man sich da nicht ansteckt. Wir haben deshalb auch an unserem ganzen Besuchskonzept nichts geändert. Das gilt auch für alle Bereiche, dass mit der Begleitung von Schwerstkranken oder besonders oder gerade Sterbenden das läuft. Das hat sich sehr gut etabliert. Genauso auch die Begleitung zur Geburt hin ist weiterhin ja möglich. Und da hat sich nichts dran geändert und anderslautende Meldungen sind einfach falsch. Jeder Partner, den die Gebärende mitbringt in die Klinik zur Geburt, jeder Partner kann natürlich dabei bleiben, bis das Kind dann auf die Welt gekommen ist. Also da hat sich nichts dran geändert. Und da bitten wir einfach auf die Internetseite zu gucken. Da steht das ja ganz genau drin. Wir haben natürlich auch eine hohe Fallzahl immer noch in den Krankenhäusern, wie überall. Aktuell sind es in der Woche sogar teilweise über 50 Patienten gewesen, die wir allein in den Einrichtungen von der Matthias-Stiftung hatten. Und in anderen Krankenhäusern ist das ganz ähnlich. Die Patienten auf den Intensivstationen, da scheint zumindest hier im Münsterland so eine Grenze erreicht zu sein. Hoffentlich geht es jetzt weiter runter, denn so läuft alles noch, dass wir sowohl die anderen normalen Kranken und auch die Covid-Patienten, die tatsächlich auch auf Intensivstationen landen und gar nicht so wenige, aber eben nicht so, dass wir es nicht handeln könnten, da kommen. Trotzdem gibt es natürlich auch da eine ganz schöne Arbeitsbelastung, gerade der Mitarbeiter auf den Intensivstationen. Gerade heute geht es durch die Medien, der offene Brief der Pflegenden an der Uniklinik in Münster wegen der Überlastung. Das sind halt schon Themen, die muss man ernst nehmen. Wir sind hier auch tatsächlich im Gespräch mit den Mitarbeitern und wir versuchen das schon darauf zu achten, dass da eben keine
zu starke Überlastung kommt und wir hören das schon genau hin. Trotzdem geht es natürlich weiter, denn wir haben ja auch viele Normalpatienten auch da. Grundsätzlich stellen wir aber auch fest, dass immer mehr Patienten schon mit einem positiven Test zu uns kommen. Also wir haben sehr häufig die Situation, dass die dann schon den Ausdruck des PCR-Testes mitbringen und sich dann einfach nach anfänglich leichten Symptomen sich einige ja leider dann doch etwas verschlechtern. Wir liegen ungefähr so, dass circa 4-5% aller Infizierten sich am Ende doch so verschlechtern, dass sie ins Krankenhaus müssen. Und diese Zahl, die sehen wir halt auch, dass die dann schon getestet zu uns kommen. Das macht natürlich das Handling tatsächlich viel einfacher. Wir wissen sofort, in welchen Bereich wir diese Patienten legen müssen. Und selbst wenn wir bei Patienten feststellen, die schon vor Ort sind, dass sie positiv sind oder werden, weil sie bei der Aufnahme ins Krankenhaus noch nicht positiv waren und erst im Verlauf positiv werden, da können wir inzwischen sehr gezielt und genau reagieren und dann in unterschiedlichen Bereichen auch entsprechende Isolationsbereiche oder Zimmer dann einrichten. Das hat sich ganz gut eingespielt. Ein kurzes allgemeines Statement zu diesem Schwarz-Weiß-Sehen, was gerne auch durchaus auch von Medien immer wieder fokussiert wird. Da gibt es immer nur das eine oder das andere und die Wahrheit und auch das normale Leben spielt meistens in der Mitte. Nur so als Beispiel, Schulen auf, Schulen zu, diese ewige Diskussion. Warum wird nicht mehr darüber nachgedacht, auch jede Schule einzeln mit seiner lokalen Situation, ob ich da nicht individuell vorgehe mit, sei es Hybrid, sei es mit anderen Formen des Unterrichtes, dass man da so ein bisschen flexibler mit umgeht, denn das wird den ganzen Winter über noch so weitergehen. Da können wir uns auf den Kopf stellen, da müssen wir einfach mit umgehen. Also da würde ich nur zu appellieren, da ein bisschen mehr so die Mitte zu sehen, genauso Corona-Warn-App oder Datenschutz. Es gibt ja Corona-Warn-Apps, zum Beispiel in Südkorea, da funktioniert das unglaublich gut, aber die haben natürlich zwei Dinge, die völlig anders sind. Erstens achtet da keiner auf den Datenschutz und zweitens ist es eine verpflichtende Sache. Würden wir uns mehr freiwillig mitmachen, dann würde das Ganze auch noch besser funktionieren und wir würden uns da viel Arbeit erleichtern. Aber leider ist da die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht ausreichend groß, dass das auch so funktioniert, wie sich das die Macher gedacht haben. Und ein letztes Thema, da werde ich nächste Woche bestimmt auch nochmal drauf und in der Woche danach drauf zurückkommen. Das Grundthema zwischen absoluter, kompletter Isolation und Partys wie immer. Es gibt viele, die aus ängstlichen Beweggründen sich komplett von allem isolieren und es gibt Leute, die am liebsten alles wie immer machen möchten und gar nicht sich isolieren möchten oder darauf achten möchten. Man kann sich ja treffen, man muss es nur richtig machen. Es ist erlaubt in bestimmten Rahmenbedingungen, die ja vorgegeben sind. Und wenn man sich dann zum Spaziergang trifft und mit Maske, da kann man sich genauso einen erzählen, als wenn man dann in der Konstellation zu zweit zum Kaffee sich trifft, wo man dann einfach zu nah ist und dann doch eine gewisse Gefährdung macht. Also gerade an die älteren Zuhörer, man kann sich durchaus auch noch mit anderen treffen, aber das muss vernünftig und sicher gemacht werden und dann geht das. Wir arbeiten ja hier auch sehr viel mit älteren und alten Menschen und da und in Altenheimen funktioniert das ja genauso. Man kann damit umgehen. Man sollte sich eher damit auseinandersetzen, wie kann ich es schaffen, eine gewisse Normalität in dieses Jahr, in diesen Winter reinzukriegen, um damit vernünftig umzugehen. Als letztes kurz zu den Impfzentren. Wir kriegen ja hier im Kreis Steinfurt auch ein Zentrum im Flughafen FMO. Ich glaube, das ist eine gute Location. Da sind große Räume, ist eine gute Situation, wo man anfahren kann. Ich bin sehr gespannt, wann das losgeht. Aber es geht natürlich jetzt schon los, dass sich manche drüber auslassen und lamentieren über die zu kleinen Voruntersuchungen, über die Nebenwirkungen, die vielleicht noch nicht bekannt sind. Ja klar, das ist alles etwas so schnell, hat es noch nie einen Impfstoff gegeben, aber wir brauchen diesen Impfstoff, um aus dieser Sache wieder rauszukommen. Und ich glaube, die etwas Bedenken haben, die mögen sich einfach hinten anstellen und nicht direkt als erstes hingehen. Es gibt hoffentlich genügend Leute. Ich werde auch, sobald es geht, mich impfen lassen, die dann doch vorne dabei sein werden. Wir werden mindestens 9 bis 12 Monate brauchen, bis wir durch sind, um eine ausreichende Menge geimpft zu haben, damit wir dann auch die Sicherheit wieder haben wie vorher. Aber wenn alle sagen, ach, geh du mal impfen, dann brauche ich es nicht machen, dann wird das nichts und das wäre dann auch nicht gut. Deshalb einfach mal drüber nachdenken, wie jeder Einzelne von euch, von Ihnen damit umgehen will.
Ich habe an diesem Wochenende vor, mich den ganzen Samstag vor den Laptop zu setzen und da rein zu quatschen. Das liegt nicht daran, dass ich da irgendwie was besonders Tolles reinquatschen will. Doch, es ist gut. Es ist nämlich ein toller Unterrichtskurs eigentlich, wo ich normalerweise jetzt wäre. Und gerade mit den jungen Ärzten dann einen ganzen Tag lang sich ausschließlich über urologische Steinbehandlungen und Therapien zu unterhalten und denen das beizubringen. Das macht eigentlich unheimlich Spaß. Das ist natürlich jetzt alles online und ich sitze so dann morgen, ich bin sehr gespannt, wie das wird, den ganzen Samstag vorm Laptop und quatsch da mal rein. Ich bin mal gespannt. Ich werde berichten. Ansonsten wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Genießt das Wochenende und wascht die Hände. Wochenende, bleibt gesund. Bis nächste Woche.